Der Kirchenbau. In einem Dorf an Samlands Küste, den Ort ich wohl zu nennen wüsste, wäre der Herr Pfarrer dort zu Land nicht jedem wert und wohl bekannt. Ein Seelenhirt vom reinsten Wasser, kein überfrommer Freudenhasser, ein Zuckermansch, sagt Zacker Wedel, mit einem Wort, er ist sehr edel. In diesem Dorf, das reich gesegnet, hat es 4 Wochen schon geregnet und grad vor hoffnungreichster Aust hat dort ein Hagelschlag gehaust. De Bäcker Wedel meint, wie Eier, wie Hähne-Eier, meint Fritz Meier. Beim ersten warmen Sonnenblick geht unser Pfarrer nun ein Stück hinaus auf schmutzigen, schlechten Wegen, sein Feld zu sehen nach dem Regen. Da sieht er an dem Grabenrand 3 Jungen, wie aus Rand und Band, die einen Haufen Dreck, sich aufgebaut zu einem Thron. Ihr seid doch wirklich gar nichts Nutz. Zu welchem Zweck habt ihr den Schmutz, sagt unser Pfarrer, hier aufgefliehen? Man sollt euch ein paar überziehen, was macht ihr da? Da sagte Jirje, Herr Pfarrer, wir bauen eine Kirche. Ich baue den Turm, stark und groß. Und echte Kanzel. Ei, famos, sagt unser Pfarrer, und lacht. Ne Kirche, das habt ihr hübsch gemacht. Nun sag mal, Fritz, du kleiner Narr, habt ihr denn auch einen Herrn für eure Kirche? Fritz will weinen. Sieh nul, das ist ganz schwarz und klebrig. Bleibt uns vom Dreck noch so viel ewig hervor, dann machen wir sich einen. Pflaumenmus von Karl Butchereit aus Rawetten bewildert. Im September reift die Pflaume doch vor Frühe und ist noch jetzt. Da hab ich mich zu einem Traume und dem Pflaumenbaum gesetzt. Auch die Birne reift, die Jalbe, die denn auch sehr wartig ist. Was halt denn auch wohl die Salbe jeder, der sie isst, genießt? Ach, ich liebe diese Früchte, eingemacht so als Kompot. Aber meine liebe Nichte, ja, die isst sie immer roh. Und da kam sie angegangen, ich glaub, das Ding ist wie behackst, denn so hatten wir beide Wangen gleich mit Pflaumenmus beklackst. Als ich ihr vor Wut geschlagen, gibt sie schnell mir einen Kuss. Ich belagt mir mit Behaaren, es war wahrhaftig Pflaumenmus aus.